Das nenne ich Hardcore-Fan. Bin gerade noch am Fertigmachen der nächsten Snap Week auf Mabacher TV. Einen guten Morgen. Ich bin heute schon wieder brav mit der U-Bahn unterwegs und es sind schon zwei Lifte ausgefallen. Es kann sein, dass noch einer ausfällt. Hallo, servus, ich bin's, Bernie. Ich komme gerade zurück von der Beerdigung von Bernie 4K. Ihr solltet euch seinen YouTube-Kanal mal an. Bernie und ich sind beides warm, sind behindert und YouTuber, sind beide aus Österreich und so ziemlich die einzigen. Darum ist der Tod irgendwie sehr komisch für mich. Und ich habe jetzt nach der Beerdigung für mich beschlossen, dass ich heuer alles in die Wege leiten werde, damit klar ist, wie ich gehe, wenn es soweit ist. Ich werde mich informieren, wie kann man sich beerdigen lassen in Österreich, welche Möglichkeiten gibt es, was muss man vom Gesetz her alles beachten. Außerdem werde ich schauen, was das alles kostet, das ist sicher sehr viel, und was mit meinen ganzen Social Media Kanälen passieren wird, denn das ist auch ein Problem. Wenn ihr also Tipps habt, wo ich mich informieren kann, wie das funktioniert mit Beerdigung und was man alles beachten muss, dann schickt es mir hier in die Snaps oder auf YouTube, wenn ihr das Video als Snap Week seht. Ja, aber heute kommen auch noch tollere bzw. erfreulichere. Ich bekomme Besuch aus Deutschland und zwar Normalo TV kommt. Von Normale TV. Ich begrüße euch und hoffe, wie immer, euch geht es gut. Das ist das Gesicht von Normale TV. Sag mal Hallo. Hallo. Und das ist der Kameramann. Hallo. Und das sind die Ossi Nutella. Leckerstes Ketchup überhaupt und Honigbär. Und die Sprehlinge. Und das Sammlerobjekt im Geschenkeregen. Ein Bautzinger Senf mit Sammler. Mit Fliesen an der Wand von 100 Wasser Design. Okay. Es war sehr, sehr bunt, sehr uneben und ich glaube 100 Wasser war sehr drauf. Und irgendwie beneide ich ihn, weil er ist ganz schön rumgekommen. Ich glaube, das sind YouTuber. Wahnsinn. Schmeckt's? Was denkst du? Normalo TV beim Chillen in Wien. Show! Scheiße. Show, schon wieder Show. Also. Ständig Show. Das Internet ist so unreal. Das ist mir auch klar. Was hab ich? Du Spaß! Ich kann nicht mehr atmen. Tut mir leid. Ich bin nicht snapsüchtig. Überhaupt nicht. Aber ich möchte versuchen, ob ich einen Geofilter zustande bringe. Der Fahrstuhl des Grauens. Hier starten wir. Für Snapchat, ne? So sieht ein Behinderter am Morgen aus, wenn er ein Ei isst. Die Jungs von Normalo TV sind jetzt wieder in ihr Auto gestiegen und am Weg nach Hause. Es waren super schöne Tage
Und wir hatten eine Menge Spaß. Und ich glaube, es gibt sehr, sehr geile Videos in den nächsten Wochen von diesem Trip. Ich wollte jetzt gerade Sand in the City checken, bin aber zu früh dran. Wir machen erst um 17 Uhr auf. Das heißt, ich gehe noch. Hallo ihr Lieben, heute ist Samstag. Gestern ist mir nicht so gut gegangen, aber dafür geht's heute wieder. Die Jungs von Normalo TV sind zu Hause. Ich bin sicher, in den nächsten Wochen wird's auf Normalo TV und Nawacher TV einiges zu sehen geben über diesen Besuch. Bei mir steht nächste Woche auch einiges am Programm. Ich werde in Wels Oberösterreich sein und dort die Integra moderieren. Die Integra ist eine große Reha-Messe, die von 27. bis 29. April stattfindet und da werde ich aktiv sein. Es gibt die Ottobock Sportzone und die wird von niemand Geringerem moderiert als von meiner einer. Ich werde also von Mittwoch bis Freitag von 8, 9 Uhr morgens bis am Abend bei der Messe sein und diese Sportzone moderieren. Außerdem werde ich schauen, dass ich meinen Assi bis dahin so weit habe, dass er ab und zu ein paar Snaps machen kann. Also wird's Assisted Snaps geben. Einen wunderschönen Sonntag. Heute ist ein super Sonntag, ein besonderer Sonntag, ein wichtiger Sonntag für Österreicher. So, ich gehe jetzt wählen. Das soll ich deppert worden? Hofer? ÖV? FPÖ? Ja! Ich gehe mir jetzt den Hardcore-Henry anschauen. Nicht, dass ich Zeit hätte für sowas, aber ich will wissen, ob er besser ist wie der Bohren. Mal schauen. Diese Behinderten, immer verlieren sie ihre Rollstühle. Hardcore-Henry ist Hardcore. Fuck. Also nur, wenn man wirklich Ego-Shooter-Zocker ist. Nur, wenn man selber Ego-Shooter mag, dann findet man den Film wahrscheinlich super genial. Aber für mich, wirklich schlecht. Was die Kamera betrifft und die gebotenen Parkour-Szenen, genauso wie die Kampfszene, ist sie natürlich vom Allerfeinsten.